So, die Frage ist jetzt, wo lang? Nein, ich habe gerade nicht auf den Fernseher geschaut. Schade. Naja. Tot, oder? Natürlich, muss tot sein. Ah, die halten aber mir viel zu viel aus. Okay, ich nehm's zurück. Mit einer ordentlichen Combo geht's eigentlich. Was finden wir denn hier eigentlich? Okay, hier können wir eine rote Flamme einsetzen. Das machen wir auch, aber wir gucken erst noch mal weiter. Ja, komm, kriegen wir einfach mal aufs Maul. Macht uns eh nichts aus. Wir heilen uns einfach. Ja. Gut, Viola nähert sich Level 25 schon mit ganz großen Schritten. Was ist da hinten? Oh, eine Truhe. Sehr schön. Und da drinne befindet sich die Kettenfaust. Ist nicht wirklich besser. Okay. Naja. Das Gute an der Waffe von Mazurka ist zurzeit das verlangsamt Gegner. Also ist eigentlich bisher wirklich sehr zum Vorteil. Gerade bei diesen Viechern, die eine hohe Angriffsgeschwindigkeit haben, also eher am Zug sind als beispielsweise Alquedo. Und hier befindet sich eine rote Flamme. Die Sache ist jetzt nur, wo zur Hölle brauchte ich noch mal eine rote Flamme? Ja, ich hätte mir einen kleinen Plan skizzieren sollen. Aber wir sind ja Profi durch und durch. Wir kriegen das auch so schon hin. Denke ich, hoffe ich, was auch immer. Oh. Ah, die leben immer noch. Das ist doof. Müsste eigentlich tot sein. Ja. Und der ist auch tot. Sehr schön. Man kann hier runter. Gut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann nehmen wir einfach mal die Flamme mit. Ich glaube, da wo wir als erstes drin waren, da war ganz hinten, brauchten wir eine rote und eine, ich speichere ihn nochmal, und eine blaue, glaube. Es sah zumindest leicht lila-blau aus. Zumindest habe ich das jetzt noch so in Erinnerung. Ja. Gehen wir einfach nochmal da rein und gucken. Also eine rote müssen wir hier ja verballern, ist ja logisch. Dann haben wir noch eine rote und eine blaue. Und theoretisch, boah, ich laber, theoretisch müsste da drinnen, beziehungsweise da hinten, ein weiterer Durch Mob, weiterer Durchgang sein.
Ja. So. Blütenextrakt wiederbekommen. Oh, Mob. Aber mittlerweile leveln wir auch hier. Also leveln wir hier auch nicht mehr so schnell. Wir brauchen jetzt viel mehr Kämpfer, also haben wir uns doch schon ziemlich weit hoch gelevelt hier. Wobei es halt doof ist, da die anderen jetzt eigentlich ziemlich weit zurückliegen müssen. Und wie wir sehen können, sind wir hier richtig. So, mal gucken, was wir hier kriegen. Eine weitere blaue Flamme. Schön. Nehmen wir natürlich mit. Dann nehmen wir die alten wieder mit. So. Dann haben wir jetzt also zwei blaue und zwei rote, wenn wir wieder hier rauskommen. Die setzen wir... Genau, da direkt zu Beginn, da gab's... da musste man eine rote einsetzen... Oder eine rote und eine blaue. Und drinne konnte man zwei weitere Durchgänge öffnen. Da braucht man auch blau und rot, glaube ich. War das? Ich habe so ein Kurzzeitgedächtnis und sowas. Echt krass. Gut. Anzünden und anzünden. Ja, dann gehen wir wieder hier rein. Es war einmal ganz hinten unten, glaube ich, und ganz hinten oben. Ja. Anzünden. Und anzünden. So langsam kommen wir dem Geheimnis hier hinter. Ah. Oh. Fuck. Scheiße. Okay, dann können wir hier noch nichts machen. Dann nehmen wir die Flamme wieder mit. Schade. Ich dachte, wir wären jetzt endlich so gut, dass wir weiterkommen. Dann gehen wir mal hier oben die Kerzen anzünden. War das hier? Ne, noch eins, glaube ich. So. Anzünden. Nein! Oh, doof. So. Dann gehen wir rein. Und wir finden hier irgendwie nichts. Und wir laufen, und wir laufen, und wir laufen, und wir laufen. Und wir laufen zur Truhe. Und wir finden hier drinnen Löwenmähne. Mhm. Und wir laufen. Ein Speicherpunkt. Das ist perfekte Timing. Ich glaube, danach kommt ein Boss. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ist natürlich durchaus möglich. Speichern wir mal hier. Aua! Und ich würde sagen, hier machen wir einen kleinen Cut, weil ich eine kleine Spielepause brauche. Wir sehen uns dann im nächsten Part hier wieder im Friedhof und ich denke mit einem kleinen Bosskampf. Bis dahin. Tschüss.